Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu dieser heutigen dritten Vorlesung, deren Thema nun nicht ganz erfreulich ist. Zu diesem Thema gibt es, wie Sie sicherlich wissen und in den Buchhandlungen, wenn Sie sich dafür interessieren, sehen, in den letzten Jahren eine Fülle von Literatur. Auch die Akademie der Weltreligionen hat übrigens einen stattlichen Band zum Thema Religion und Gewalt produziert, mit den Beiträgen von einigen, die jetzt auch hier sitzen. Das Thema würde nicht so aufgenommen in der Literatur, wenn es nicht brennend wäre. Und wenn nicht mit diesem Thema in den letzten Jahren und Jahrzehnten Angst verbunden wäre. Das Thema ist emotional aufgeladen, aber eine akademische Vorlesung dient nicht dazu, Emotionen in einer solchen oder solchen Richtung zu schüren, sondern dient dazu, analytisch zu fragen, was hat es mit dem Thema auf sich, was hat es mit den Begriffen, die wir benutzen, auf sich und wie lassen sich bestimmte Phänomene historisch verorten. Ich habe vor, diese Vorlesung im Wesentlichen in drei Teile zu teilen. Der erste Teil wird einige Schlaglichter werfen. Einige Schlaglichter auf einige Religionen, nicht auf alle. Ich werde dafür natürlich vor allem Texte vortragen, die Sie vielleicht nicht so kennen, die nicht so geläufig sind. Ich werde in einem zweiten, vermutlich kleineren Teil versuchen, die Struktur, die spezifische Struktur von Gewalt in den Religionen zu beleuchten, vor allem anhand des Opfers und des Opferrituals. Und ich werde drittens versuchen, am Schluss einige Fragen zu stellen, wie denn dieses Phänomen heute einzuordnen ist, in welcher Weise vielleicht auch bestimmte Steuerung und Praxen in den Religionen dazu beitragen könnten, die Gewalt zumindest so zu lenken oder damit umzugehen, dass es menschheitsverträglich oder menschheitsverträglicher sein könnte. Ich sage nochmal, morgen früh biete ich ja ein Kolloquium an zu dieser Vorlesung, nicht nur zur heutigen, sondern zu den anderen beiden auch. Um 8 Uhr CT, also 8.15 Uhr, in dem neuen Gebäude Gorch-Fockwall Nummer 7 im ersten Stock. Der Hörsaal, so wie ein sehr schöner, trägt die Nummer A1017, zum ersten Stock, und Sie finden das ohne weiteres. Also zunächst einige Schlaglichter. Und der Herr, unser Gott, gab auch Og, den König des Baschan, und sein ganzes Volk in unsere Gewalt. Wir schlugen ihn und ließen keinen überleben. Damals eroberten wir alle seine Städte. Es gab keine befestigte Stadt, die wir ihnen nicht genommen hätten. 60 Städte, den ganzen Bezirk von Argob, das Königreich des Og im Baschan. Alle diese Städte waren durch hohe Mauern, Torflügel und Torbalken befestigt. Hinzu kamen die zahlreichen offenen Landstädte. Wir weihten sie der Vernichtung, wie wir es mit Sihon, dem König von Heschbon, getan hatten. Wir weihten die ganze männliche Bevölkerung und die Frauen, Kinder und Greise der Vernichtung. Alles Vieh und das, was wir in den Städten geplündert hatten, behielten wir als Beute.
Damals entrissen wir der Gewalt der beiden Amoriterkönige jenseits des Jordan das Land vom Arnontal bis zum Gebirge Hermon. Das ist ein Text unter vielen dieser Art aus dem Deuteronomium Kapitel 3. Also ein Text, der sehr reflektiert auf die Geschichte zurückschaut und diese Geschichte, wie Sie gemerkt haben, sehr rational erzählt. Alles, was an Menschen in den eroberten Gebieten da ist, einschließlich Frauen und Kinder, wird umgebracht, ohne Ausnahme. Aber das, was man gebrauchen kann, das Vieh, das Land und die Güter, die eignet man sich an. Je nach Situation haben wir in der Religionsgeschichte entsprechende Rechtfertigungen, dass dies ja gottgefällig ist. In anderen Situationen werden die Menschen, jedenfalls die Arbeitsfähigen, nicht umgebracht, sondern versklavt. Das ist dann ökonomisch sinnvoller. Und eine solche Praxis hält bis heute an. Dies ist nur ein Text. Und ich könnte aus vielen unterschiedlichen Zusammenhängen ganz ähnliche Texte zitieren. Ein anderes Schlaglicht. Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Sei gegrüßt, lieber Judenkönig, und gaben ihm Backenstreiche. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und ein Purpurkleid. Und er spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch. Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige, kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Da Pilatus das Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Richthaus und spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszulassen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herab gegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Die Juden aber schrien und sprachen: Lässt du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht. Denn wer sich zum König macht, der ist wider den Kaiser. Die Johannespassion, ein Ritualmord, ein religiöser Mord aufgrund von Unbotmäßigkeit gegenüber dem priesterlichen, sprich göttlichen Gebot. Die politische Macht schwankt, aber als die Argumentation so prekär wird, dass politische Konflikte für diesen Pilatus auftreten könnten, zieht er sich zurück und gibt die Schuld den anderen. Sie kennen alle diese Geschichte. Es ist eine Opfergeschichte und wir kommen später noch darauf zu sprechen. Hier aber in einer politisch prekären Situation, in der die Schuldfrage sehr deutlich gestellt wird, in dem generelle Zuschreibungen, die Juden, nicht wahr, bei Matthäus ganz genauso, entsprechend gegenüber den Römern ausgespielt werden, um halt politische Klischees und damit Verantwortungszusammenhänge eindeutig festzulegen.
Ein anderes Schlaglicht aus der Moderne. Thomas Mann erzählt in seinem Dr. Faustus eine scheußliche Geschichte, gleich ziemlich am Anfang, die in etwa die Qualität von dem hat, was wir über Dostojewski lesen, in den Brüdern Karamasow, wo ein Kind von einem Großgrundbesitzer zu Tode gehetzt wird, von den Hunden zu Tode gehetzt wird, weil es angeblich Kleinigkeit zu essen sich genommen hat. Diese scheußliche Geschichte, die hier Thomas Mann erzählt, und wie Mann so ist, er hat sie natürlich historisch recherchiert, die ist schnell erzählt. Ein junges Paar liebt sich, es ist Mittelalter, liebt sich gegen alle Konventionen herzlich. Der Jüngling aber geht mit seinen Kumpanen, so wie es damals wohl üblich war, als ein Saufgelage ansteht, ins Bordell und versagt dort sexuell. Er vermutet, dass seine Braut einen Zauber verhängt habe, weil er bei ihr kann, aber außerhalb dort im Bordell eben nicht. Sie wird schließlich der Hexerei angeklagt, weil sie ja einen Zauber verhängt habe und bei lebendigem Leibe verbrannt. Die verzweifelten Todesschreie aus dem Feuer interpretieren die Umstehenden, einschließlich ihres geliebten Jünglings, der sie wirklich liebt, als das Entweichen des Teufels. Als die Schreie des Teufels und die Verbrennung als gottgefälliges, frommes Werk. Die Vernichtung dieser Frau ist das, was Gott gefällt. Der Mord an der Unschuld, denn sie ist natürlich völlig unschuldig, ist der Preis für die Aufrechterhaltung des scharfen Gegensatzes in der Welt. Des Gegensatzes Gott ist gut und der Teufel ist böse. Damit Gott rein bleibe in dieser Welt der Gewalt, muss und darf der Teufel wüten. Und das Verbrennen des Mädchens als Hexe sei eine Wohltat für ihre Seele. Das ist noch etwas mehr als das leidige und lange Problem der Theodizee, also der Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt. Es ist die Kritik am Zynismus einer Religion, die alles auseinanderreißen muss, wie Thomas Mann schreibt, um dann Gnade zu verkaufen. Thomas Mann fährt hier alle Geschütze der Religionskritik Nietzsches auf, um diese Lösung wenig schmackhaft zu machen, auch wenn der Orgelklang im Dom das Geschrei der Gemarterten zu übertönen versuche. Man müsse die Menge nur als Volk anregen, wir sind das Volk, um das archaisch-apprehensive, wie er das schreibt, zu wecken, um sie zum rückständig Bösen zu verleiten. Dann sehe, so Thomas Mann, die Masse schon im leisen Abweichen vom akzeptierten Normalmaß, und das kann bereits, wir hatten es im Seminar erörtert, die Haarfarbe sein, wenn sie etwas rötlich gefärbt ist, sieht man darin schon das Dämonische. Das Dämonische in armer, alter, einsamer Frau, die dort lebt, den Blick der bösen Hexe. Eben weil man diese Abspaltung brauche, um des eigenen Triebhaften irgendwie Herr zu werden. Sie sehen, dass hier schon eine Reflexion, und eine äußerst kritische Reflexion, auf die Geschichte des Mittelalters gegeben wird, die ja voll von solchen Geschichten ist. Wir haben die Dokumente. Die Menschen dachten tatsächlich, sie tun denen, die sie dabei lebendigem Leibe verbrennen, etwas Gutes. Denn diese Gewalt ist das kleinere Übel gegenüber dem Brennen im ewigen Feuer der Hölle. Und dieses Feuer sollte also die Reinigungskraft haben, eine Chance bieten, dass diese unschuldig Angeklagten, meisten waren es ja Frauen, es gab allerdings auch einige
Hexenprozessen gegen Männer, aber ungleich weniger, dass diese also dort umgebracht wurden. Religion und Gewalt. Ist das, und das ist die Frage, was ich bisher vorgetragen habe, Gewalt im Namen der Religion? Ist es Gewalt, die gerechtfertigt wird durch Religion? Ist es Gewalt, die missbräuchlich von der Religion Gebrauch macht, um sich zu rechtfertigen und eigentlich etwas anderes will? Was ist es? Wir werden darauf zu sprechen kommen. Ich möchte Ihnen noch einige ganz andere Texte aus anderen kulturellen Zusammenhängen vortragen, damit Sie nicht denken, das Problem sei auf Europa und die europäische Religionsgeschichte beschränkt. Es gibt ja die These, und die ist in den letzten Jahren heftig diskutiert worden, die These, dass der Monotheismus es sei, der in besonderer Weise gewaltanfällig oder geradezu gewaltproduzierend wäre. Der Monotheismus, wie er ursprünglich in Ägypten entstanden ist und dann zur mosaischen Unterscheidung nicht nur von Gut und Böse, sondern von Wahr und Falsch und der Identifikation weitergeführt habe, um dann eben alles, was nicht in diesem Mainstream des Guten und Rechten steht, als teuflisch abzuspalten. Jan Assmann hat diese These vertreten, ihm ist heftig widersprochen worden, und zwar aus strukturellen Gründen wie auch aus empirischen Gründen. Es ist sehr die Frage, ob es in monotheistisch geprägten Kulturen, was immer das heißt, hier müssten wir jetzt weit ausholen, das ist sehr schwierig zu sagen, dass dort jedenfalls mehr Gewalt aufträte als in nicht monotheistisch geprägten Kulturen. Ich habe bewusst nicht monotheistisch gesagt, weil der Begriff polytheistisch schon wieder schwierig ist. Alle solche Zuschreibungen und Fixierungen halten der komplexen Situation in der Religionsgeschichte meistens nicht stand. Jedenfalls ein Beispiel aus Indien. Dieser Text, der für Indien so ein bisschen zu einem Standardtext geworden ist, wie das Neue Testament oder vielleicht sogar das Johannesevangelium in der europäischen Christenheit, ist die Bhagavad Gita. Von dem großen Mahatma Gandhi als Evangelium der Gewaltlosigkeit gefeiert und gepredigt, auch doch ein Text, der genau das Gegenteil im Inhalt hat, nämlich den Aufruf zur Gewalt. Es handelt sich um einen Konflikt, einen kulturellen und politischen Konflikt zwischen verfeindeten Gruppen, den Pandavas und den Kauravas. Die sind miteinander verwandt. Sie kämpfen um die Macht und um das Recht. Das ist eine lange Geschichte, die da in der Legende erzählt wird im Mahabharata. Es geht um ein Würfelspiel und in dem Würfelspiel hat die eine Gruppe verloren und muss dadurch also für einige Zeit ins Exil. Und nachdem dieses Exil vorbei ist, will die andere Gruppe die Macht nicht wiederhergeben, wie das meistens ja so ist. Und nun muss also die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Es geht um einen gerechten Krieg, um einen gerechten Kampf. Der Prinz und Heerführer derer, die hier in Anführungsstriche im Recht sind, soll kämpfen und will kämpfen, fährt mit seinem Streitwagen zwischen die in Frontlinien aufgereihten Kämpfer und entdeckt plötzlich auf der Gegenseite ganz viele seiner Verwandten. Onkel, Neffen und was alles so ist. Also Menschen aus seiner eigenen Großfamilie. Und er gerät in Konflikt. In Konflikt zwischen der Staatsversammlung, nach der er kämpfen muss, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen, und zwischen auf der anderen Seite seiner Familienbindung, die ihn natürlich lehrt, und das ist in solchen Kulturen wie der indischen noch viel markanter, als das jetzt in unserer heutigen ist, die ihn natürlich nicht nur lehrt, sondern zwingt, die Verwandten zu schützen. Also ein Konflikt zwischen, wenn man so will, Genus und Genealogie und Politik. Ihm sinkt vor Schreck und vor Verzagen der Bogen nach unten, den er schon gespannt hatte. Die Haare stehen ihm zu Berge.
also ganz drastisch geschildert, was da psychosomatisch mit dem armen Prinzen Arjuna passiert. Gott Krishna, der dort als sein Wagenlenker, ich hatte Ihnen das schon gesagt, auftritt, ermutigt ihn zu kämpfen. Und das kann man so sagen, es ist also eine Aufforderung, den gerechten Krieg nicht zu scheuen, wenn das Gesetz wiederhergestellt werden muss. Aber interessant sind nun die Argumente, die Krishna anführt, um diesen verzagten Arjuna zum Kampf zu bewegen. Der Herr sprach, also da steht dann immer Sri Bhagavan Uvacha, der Herr sprach. Du sprichst Worte der Weisheit und doch trauerst du um jene, die leben ja noch, aber er sieht schon, die werden bald tot sein, doch trauerst du um jene, die man nicht betrauern muss. Wahrhaft Gelehrte betrauern weder die Toten noch die Lebenden. Denn nie gab es eine Zeit, da ich nicht war, Gott spricht hier, noch du, noch diese Heerführer, und niemals werden wir alle in der Zukunft nicht sein. So wie das verkörperte Selbst, also der innere Geist, der Atman, in diesem Körper Kindheit, Jugend und Alter erfährt, so erlangt es dann einen anderen Körper. Der Weise hat daran keinen Zweifel. Sinneskontakte, jetzt kommt gleich ein bisschen Philosophie dazu, Sinneskontakte sind Ursache von Kälte oder Hitze, Lust oder Leid. Sie kommen und gehen und sind vergänglich. Sie sollst du ertragen lernen. Wen solche Berührungen nicht quälen, den Weisen, der in Lust und Leid Gleichmut bewahrt, der ist für die Unsterblichkeit bereit. Es gibt kein Werden aus dem Nichtseienden und kein Vergehen des Seienden. Die Grenze beider Aussagen wird von denen erkannt, die Wirklichkeit schauen. Erkenne doch, dass unzerstörbar ist das, wodurch der Kosmos ausgebreitet ist. Keiner vermag, dieses Unzerstörbare zu zerstören. Diese Körper, die vergänglich genannt werden, gehören dem, was ewig ist, dem verkörperten Selbst, dem Atman, das unzerstörbar und unermesslich ist. Deshalb kämpfe. Wer das Selbst für den Tötenden oder wer es für den Getöteten hält, sie beide begreifen nicht, dass das Selbst weder tötet noch getötet wird. Weder noch wird es geboren, noch stirbt es jemals. Noch wird es, immer seiend, jemals nicht sein. Denn ungeboren, ewig, beständig ist es. Dieses Ursprüngliche stirbt nicht, auch wenn der Körper getötet wird. Darum kämpfe. Wer dieses Selbst als unzerstörbar, ewig, ungeboren und unvergänglich erkennt, wie und wen kann dieser töten? Oder töten lassen. So wie ein Mensch abgetragene Kleidung wegwirft und neue, andere anlegt, so wirft das verkörperte Selbst den verbrauchten Körper weg und verbindet sich mit anderen, die neu sind. Waffen verletzen es nicht und Feuer verbrennt es nicht. Die Wasser befeuchten es nicht und der Wind lässt es nicht austrocknen. Sie sehen also, das Argument ist klar. Wenn du die anderen tötest, das ist nur oberflächlich, das macht gar nichts. Du tötest nicht den Kern dieser Person. Der Kern, der Atman, von dem hier immer die Rede ist, ist unsterblich. Der ist immer gewesen. Er unterliegt nicht der Zeit. Also brauchst du dich nicht zu sorgen, dass dort deine Verwandten sind. Du tötest nur den Körper. Geistige Substanz, die Seele, der Atman, wie wir das jetzt übersetzen, wird dann wiedergeboren in einem Körper, der vielleicht zuträglicher ist. Dieses Argument finden Sie so und etwas verändert
In vielen Religionen nehmen Sie das Beispiel, was ich vorhin hatte. Natürlich ist die Vorstellungswelt eine ganz andere, aber die Seele dieses jungen Mädchens, das da im Feuer stirbt, die wird gereinigt durch das Feuer. Indem man ihr den Körper verbrennt, tut man ihr letztlich Gutes. Denn dieser Körper hat ja Unheil gemacht. Er hat gezaubert. Sie sehen hier schon, da ist religiöse Argumentation, Weltbild, Gottesbild, Menschenbild mit der Haltung zur Gewalt, mit der Rechtfertigung von Gewalt sehr eng verknüpft. Und es fällt schwer, hier zu sagen, Religion wird missbraucht für ganz andere Zwecke. Das ist ja dann immer das Argument, was kommt. Religion an sich ist gut und ist gewaltfrei und ist alles dies und das. Sie wird nur missbraucht von den bösen Politikern, von denen, die politische Interessen haben oder ökonomische Interessen haben und so weiter. Das ist eine Sichtweise, die wohl so einfach nicht durchgeht. Nun haben wir eine Religion, die für die Gewaltfreiheit schlechthin steht, oder eigentlich zwei. Und die eine kennen wir hier nicht so, den Jainismus und den Buddhismus. Der Jainismus ist es gewesen, der noch vor der Zeit des Buddha, wie wir doch nachweisen können, wie mir scheint, das Prinzip von Ahimsa ganz groß geschrieben hat, das Nichtschlagen, das Nicht-Gewalttätig-Sein. Und frühe Buddhisten und Jainas haben sich wahrscheinlich sehr eng nahe gestanden, sie waren dann auch in Konkurrenz, wie wir aus den Texten wissen, und haben sich gegenseitig nicht sonderlich freundlich mit Worten zumindest bedacht, eben wegen dieser Konkurrenz, aber dieses Prinzip von Ahimsa geht jedenfalls weiter zurück und es geht weiter zurück sogar bis in vedische Zeit. Der Buddhismus also gilt weltweit als die Religion der Gewaltfreiheit und wenn mal Gewalt passiert ist, dann ist das ein Ausrutscher in der Geschichte, eben ein Missbrauch der Religion für Herrschaftsinteressen von denjenigen Königen, sei es schon im frühen Buddhismus in Indien oder dann später auf der Insel Ceylon, Sri Lanka oder woanders, die dann halt den Buddhismus missbraucht haben. Auch das ist, wenn man die Geschichte genauer anschaut, ein frommer Mythos, der empirischen Untersuchung, der historischen Untersuchung nicht standhält. Es ist richtig, dass die Mönchsliteratur des frühen Buddhismus, das, was wir den Pali-Kanon nennen, Theravada-Buddhismus, im Prinzip der Gewaltfreiheit geradezu als Zentrum der gesamten Ethik sieht. Und Gewaltfreiheit sehr detailliert ausgeführt als Gewaltfreiheit in Bezug auf das Denken, in Bezug auf die Sprache, die Rede und in Bezug auf die tatsächlichen Handlungen, sowohl im Verhältnis zu sich selbst, im näheren zwischenmenschlichen Bereich und im gesamten zwischenmenschlichen Zusammenleben des Sangha, dieser Gemeinschaft von Mönchen und dann später vereinzelt auch von Nonnen, die nun eine andere Ethik, nach einer anderen Ethik leben wollen. Das ist aber Mönchsliteratur, die sich natürlich von dem, was wir dann in der Gesellschaft sehen, auch unterscheidet. Der Buddhismus hat, wie andere Religionen auch, eine Geschichte, die nicht frei von Gewalt ist. Könige, die sich zum Buddhismus bekannten und den Buddhismus förderten, haben Kriege geführt, auch mit dem Ziel, den Buddhismus zu verbreiten oder ihn zu schützen. Religionskriege, die zwischen Konfliktparteien aufgrund von Lehrstreitigkeiten geführt worden wären, hat es aber, soweit ich sehe, im Buddhismus kaum oder eigentlich nicht gegeben. Buddhistische Institutionen wie Klöster etwa haben aber bewaffnete Konflikte geschürt, mitgetragen und sogar ausgeführt. In einigen Ländern ist der Buddhismus auch heute, aber nicht erst heute, in nationalistische Kämpfe verstrickt. Gleichzeitig zu dieser Geschichte, und Sie brauchen eben nur nach Myanmar zu schauen, Sie brauchen nur nach Kambodscha zu schauen, Sie brauchen nur nach Sri Lanka zu schauen, Sie brauchen nur nach Japan zu schauen, ich könnte anderes anführen, und nach Tibet in der Vergangenheit jedenfalls. Gleichzeitig haben aber Buddhisten und buddhistische Institutionen
durch die gesamte Geschichte hindurch zur Gewaltfreiheit aufgerufen. Und ich sagte schon, die buddhistische Lebensweise kennt Gewaltlosigkeit. Ahimsa kann man ruhig so übersetzen als oberstes Gebot. Wichtig ist, dass nach der buddhistischen, psychologischen Analyse der Emotionen des Menschen Gewalt im Geist des Menschen wurzelt. Die Gewalt, die strukturell sich in der Welt zeigt, wir sprechen ja seit einigen Jahrzehnten auch von struktureller Gewalt in ökonomischen oder politischen Institutionen, ist eine Folge der geistigen Fehlhaltung des Menschen. Und diese Fehlhaltung, das haben Sie sicherlich schon oft gehört, wurzelt in der Unwissenheit des Menschen, die wiederum die Gier zur Folge hat und wenn die Gier frustriert ist, den Hass auslöst. Gier und Hass sind die beiden Pole, in denen der Mensch hin und her schwankt und beides wurzelt in einer fundamentalen Frustration. Diese Frustration ist genau das, was wir vorhin angesprochen hatten, als wir die Bhagavad Gita lasen. Gern ewig sein zu wollen und es doch nicht zu sein. Das ist die Grundfrustration. Das Gefühl, ich muss mich stabilisieren auf Dauer, kann das nur, indem ich gierig nach materiellen, geistigen und sonstigen Gütern, auch emotionalen, inneren trachte. Dies wird aber immer wieder frustriert, weil die Welt eben nicht so ist. Sie ist nicht permanent, sondern ständig im Wandel unterworfen. Das Widersetzen, sich widersetzen gegen den Wandel, ist die fundamentale Unwissenheit, die Gier auslöst. Folgedessen ist alles, was dann geschieht, ganz egal in welchen Kontexten und welchen Rechtfertigungen, eine Folge der fundamentalen Unwissenheit, die dann diese Emotionen von gierigem bzw. hasserfülltem Verhalten auslöst. Wenn man diese These für richtig hält, und das ist natürlich die Grundthese des Buddhismus, bedeutet dies, dass Gewalt oder die Wurzeln der Gewalt überwunden werden können. Denn Unwissenheit kann man überwinden, durch Wissen. Und natürlich nicht nur ein Wissen, was man jetzt in Büchern auswendig lernen kann, sondern es geht um Weisheit, also ein Wissen, was man auf sich selbst, auf die eigenen Verhaltensweisen anwendet. Nun ist die Frage, wie lässt sich sowas empirisch überprüfen? 2500 Jahre oder fast buddhistische Geschichte haben nicht dazu geführt, dass die Gewalt verschwunden ist. Ob sie eingedämmt ist, lässt sich schwer sagen, denn wie will man das messen? 2000 Jahre Christentumsgeschichte haben nicht dazu geführt, dass die Gewalt in christlichen Kontexten minimiert worden wäre, obwohl von Nächstenliebe natürlich zumindest jeden Sonntag die Rede ist. Lässt sich in irgendeiner Weise empirisch zeigen, dass diese Vorstellungen oder diese Analysen richtig sind? Oder ist es eben wahr, zu sagen, der Mensch ist eben ein Mischmasch aus Irrtum und Gewalt? Sie wissen, wen ich zitiere. Die ganze Religionsgeschichte ist ein solcher Irrtum, weil es eben eine menschliche Geschichte ist. Und infolgedessen kann man Gewalt immer nur eindämmen durch entsprechende Zwangsmaßnahmen. Wenn wir in die frühe buddhistische Geschichte schauen, oder besser vielleicht Geschichte des Buddhismus, man muss hier schwanken in der Begrifflichkeit, dann finden wir bereits 100 Jahre vielleicht nach der Lebenszeit des Buddha einen indischen Politiker, der es sich auf die Fahnen geschrieben hat, ich spreche von Kaiser Ashoka, der es sich auf die Fahnen geschrieben hat, statt mit Zwangsmaßnahmen, das Sanskritwort dafür ist der Stock, Danda, statt mit dem Danda, mit dem Dharma zu regieren. Das heißt also mit Erziehung. Und er ließ, das können wir an den Dokumenten, die in Stein gehauen, auf Felsen geritzt oder auf Säulen geschrieben, in Indien noch zu finden sind, er ließ den Dharma, also Lehrerlasse bzw. pädagogische Anweisungen, überall im Reiche aufstellen. Er schickte Pädagogen aus, Dharma-Beamte,
die die Leute unterrichten sollten, wie man sich ordentlich verhält. Wie man also diese fundamentale Unwissenheit überwinden kann, um dann also nicht gewalttätig zu werden. Der Anspruch und also der Glaube oder die Hoffnung, dass durch Erziehung des Menschengeschlechtes, ich zitiere einen Titel aus der deutschen Aufklärung, dass durch Erziehung des Menschengeschlechtes das Problem jedenfalls auf lange Sicht lösbar sei. Diese beiden Positionen haben wir gegeneinander. Man kann sagen, da gibt es ein pessimistisches, ein optimistisches Menschenbild, was immer Pessimismus oder Optimismus hier heißen soll. Die Frage ist schlicht und einfach, ist das, was wir in der Geschichte sehen, eine unsägliche Gewaltgeschichte? Ist das vermeidbar, ist es überwindbar oder nicht? Und die Streitpunkte sind natürlich da. Wenn wir nochmal zurückkommen zur Geschichte des Buddhismus, dann sehen wir, dass hier tatsächlich versucht worden ist, einige fundamentale Ansätze zu formulieren und in der Praxis umzusetzen, Gewalt so weit wie möglich zu vermeiden. Einige der Grundregeln des Lebens der Mönche zeigen das. Zum Beispiel eine Regel, die uns zunächst mal vielleicht etwas fremd anmutet, wenn wir es nicht genauer kennen, nämlich die, während der Regenzeit zu Hause zu bleiben, also im Vihara, im Kloster zu bleiben und zu studieren und eben nicht in kleinen Gruppen in die Welt zu ziehen und den Dharma zu verbreiten, zu missionieren und Gutes zu tun. Der Grund ist nicht, dass die nicht nass werden wollten. Ein Regenguss in den Tropen, warmer Regen ist durchaus etwas Angenehmes, das nur in Klammer im Unterschied zu unseren Erfahrungen hier. Sondern der Grund ist, dass in der Regenzeit der Boden aufweicht und im aufgeweichten Boden Kleintiere, Würmer und so etwas hervorkriechen können und dass man, wenn man über den Boden geht, gar nicht anders kann, als dann Würmer zu zertreten. Und das soll vermieden werden, denn auch Kleintiere sind Lebewesen, die im Kreislauf der Wiedergeburten, so die buddhistische, Meditationsvorstellung, die im Kreislauf der Geburten irgendwann einmal auch mir Vater und Mutter gewesen sind. Alle Lebewesen sind irgendwann einmal Vater und Mutter gewesen. Und so wie man sich diesen Vater und Mutter gegenüber verhält, so soll man, weil das im Kreislauf der Geburten ja also tatsächlich der Fall ist, allen Lebewesen gegenüber wie Vater und Mutter auftreten. Das ist schon eine sehr starke Meditation, ein sehr starkes Bild. Ja, und Sie können sich vorstellen, wenn das den Menschen von klein auf suggeriert oder beigebracht wird, erzeugt das eine andere Haltung in der Welt, als zu sagen, potenziell ist jeder, der anders ist als ich, mein Feind. Das ist eine andere Haltung. Das heißt, hier greifen die innersten Intuitionen der buddhistischen Welterfahrung, dass nämlich alles miteinander zusammenhängt, alle Lebewesen aufs Engste miteinander verwandt sind, und die Ethik der Gewaltlosigkeit Hand in Hand. Gleichwohl gibt es natürlich auch im Buddhismus die Frage, was macht man, wenn mich jemand angreift? Was macht man, wenn Gewalt nicht anders als durch Gewalt überwunden werden kann? Wenn also zum Beispiel, es gibt dann natürlich solche Geschichten, die aber zunächst mal konstruiert scheinen, aber jeder von uns ein bisschen Lebenserfahrung sofort sagt, solche Geschichten kommen im Leben vor. Nicht wahr? Wenn ich einen umbringen muss, Tyrannenmord, damit 500 überleben. Also etwa ein verrückt gewordener Kapitän eines Schiffes, der alle in den Untergang steuert, über Bord geworfen werden muss, damit die 500 überleben. Was macht man dann? Hält man am Prinzip der Gewaltlosigkeit fest? Wird man schuldig dadurch, dass man Handeln vermeidet? Also auch das Nichthandeln kann ja zu Gewalt führen. Das sind dann wieder Fragen, die wir in der Ethik unter dem Gesichtspunkt von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik und so weiter unterscheiden. Alle solche Fragen kommen überall vor
und müssen gelöst werden. Das heißt, in späteren Strömungen des Buddhismus, in denen der Buddhismus sich auch ausgebreitet hatte und eben nun nicht eine Angelegenheit für Mönche, die ihr eigenes Leben in ihrer doch sehr geschützten klösterlichen Umwelt führen, geblieben ist, sondern staatstragend, kulturprägend ganze Ländern Identität gegeben hat, stellte sich natürlich die Frage, was macht man im tatsächlichen Umgang miteinander? Gewaltbereitschaft wurde dann also nach Argumenten abgesucht, wie wir es dann auch in der Bhagavad Gita haben. Du darfst Gewalt nur dann ausüben, wenn sie in keiner Weise von irgendeiner Nutzenerwägung von dir geprägt ist, dass du also selber etwas davon haben willst. Das ist auch das Thema, mit dem Gott Krishna hier den Arjuna konfrontiert. Wenn du einen anderen tötest, weil du irgendetwas für dich haben willst, sei es materieller Reichtum, sei es Macht, sei es Ruhm oder irgendetwas, dann ist diese Handlung mit Sicherheit falsch. Wenn du aber deine Aktion, dein Handeln in den Dienst der größeren, weiteren Gemeinschaft stellst, um weiteres Unheil zu verhindern, dann ist die Tat, auch wenn sie gewaltsam ist, geboten. Wenn wir uns aber jetzt die spätere Geschichte des Buddhismus unter der Frage Religion und Gewalt genauer anschauen, dann müssen wir noch einige Unterscheidungen anbringen. Die macht sich gut am Buddhismus, weil der eben als so gewaltfrei in unserer Imagination gilt, die aber übertragen werden kann auf andere Religionen. Das eine Problem ist ja, dass wir Gewalt nicht nur gegenüber anderen ausüben, sondern auch gegenüber uns selbst, was immer uns selbst heißt. Es hat also in der frühen buddhistischen Geschichte Selbstverstümmelungen und Selbsttötungen gegeben. Das ist geradezu ein Problem gewesen. Und zwar folgendes Problem. Wir haben das, können das gut verfolgen an der Formulierung und den Begründungen von bestimmten Mönchsregeln und Meditationspraxen. Durchaus in Übereinstimmung und wahrscheinlich auf dem Hintergrund asketischer Praktiken, wie sie in Indien üblich waren, meditierten auch frühe Buddhisten an Leichenverbrennungsplätzen. Warum? Weil man sich die Vergänglichkeit des Lebens deutlich machen wollte. Dieses Thema ist ein Thema, was wir in allen Religionen haben, was wir in der europäischen Tradition besonders als das Stoa kennen und was dann als das Stoa ins Christentum gekommen ist und ja, als Ars Moriendi, als Kunst des Sterbens in der mittelalterlichen christlichen Spiritualität eine Rolle gespielt hat, bis in die protestantische Spiritualität des 16. Jahrhunderts hinein, das Memento Mori, wie es lateinisch heißt. Also, gedenke, Mensch, dass du sterben musst, auf dass du klug werdest. Ein Bibelzitat. Warum? Die Zeit ist kurz, die Zeit ist knapp, verschwende sie nicht. Tue etwas Gutes damit. Ganz ähnlich meditieren die Buddhisten an Leichenverbrennungsplätzen, um sich die Vergänglichkeit deutlich zu machen. Und vor allem auch vielleicht, nicht vielleicht, sondern wir haben das explizit in den Texten, die körperliche Lust auf diese Weise in den Griff zu bekommen. Man meditiert nicht nur an Leichenverbrennungsplätzen, sondern stellt sich dann eben auch vor, dass der Körper zwar äußerlich schön und begehrenswert erscheint, aber innerlich doch ein Gebilde ist, in dem es nicht so appetitlich ausschaut. Ich will Ihnen jetzt nicht den Abend verderben und die konkreten Bilder vorstellen, die dort besonders in Bezug auf den weiblichen Körper, denn es waren ja Männer, die davon abgehalten werden mussten, für Frauenbegehren zu empfinden, vorstellen. Die Folge davon war, dass die so eifrig die Vergänglichkeit und Unerfreulichkeit des menschlichen, besonders des weiblichen Leibes meditierten, dass sie schwermütig wurden und vielleicht sogar in Depressionen verfielen. Dagegen musste man natürlich wieder etwas machen, denn das ist nicht der Zweck der Übung, sondern man soll ja zwar Abstand zu den begrenzten leiblichen Freuden haben, aber man soll einen gesunden Körper haben und braucht einen gesunden Körper für einen gesunden Geist, der also erkennen und meditieren kann. Ein kranker Geist, das heißt also auch ein
in Depression verfallender Geist kann das nicht. Jedenfalls nicht in Freiheit. Die Folge davon, von diesem ganzen schwierigen Selbststimulierungsapparat, will ich mal sagen, war, dass es eben auch zu Selbsttötungen und Selbstverstümmelungen kam. Wir haben viele Berichte über diese Praktiken. Sie werden zurückgewiesen. Die Selbstverstümmelung und die Selbsttötung ist also kein Weg, mit dem man sich schneller ins Nirvana befördern kann. Ganz im Gegenteil. Aber es hat sowas gegeben. Wir finden auch da, Gewalt wird abgelehnt, wenngleich politische Gewalt oder auch die Gewalt in Bezug auf die Durchsetzung des Rechtes wenig argumentiert wird. Eine andere Frage ist aber die Gewalt im Zusammenhang mit der Hingabe des Lebens für andere. Bereits in den Geschichten, die erzählt werden, und die sind dann immer so besonders anschaulich, über die frühen Leben des Buddha, und der Buddha, der jetzt gelebt hat, ist zu dieser großen geistigen Reife ja nicht einmal und nur in diesem Leben gekommen, sondern aufgrund seiner Übung im vorigen Leben. Und diese Übungen werden nun eben beschrieben in diesen sogenannten Jatakas. Bereits in diesen Texten wird die Hingabebereitschaft und Barmherzigkeit des Buddha auch durch Hingabe des eigenen Lebens für das Wohlergehen anderer Lebewesen gerühmt. Ganz berühmt ist die Geschichte, dass er also sein eigenes Fleisch hingibt für ein Tigerjunges, was gesättigt werden muss, damit es überleben kann. Dass man also seinen eigenen Körper, und das ist ja eine gewaltsame Aktion, für das Wohlergehen anderer Lebewesen hingibt. Da haben Sie schon einen Ansatzpunkt, unter Umständen eben auch für den gerechten Krieg, für die Gerechtigkeit und die Hingabe an den Buddha. Wir haben in späteren Schriften die Vorstellung, dass man sagt, ja, ich muss alles hingeben für den Buddha, auch mein eigenes Leben. Mein eigener Körper soll brennen wie eine Kerze oder wie ein Licht, um den Buddha und den Buddhismus strahlen zu lassen. Ist das Gewalt? Ist das gerechtfertigte Gewalt? Ist das eine Gewalt, die Aggression gegen sich selbst in irgendwelchen Zusammenhängen rechtfertigt oder nicht? Fragezeichen. Die zweite Form von Gewalt, die wir nun bei der Ausbreitungsgeschichte des Buddhismus vielfältig mitbekommen und vielfältig historisch dokumentiert ist, ist die Gewalt, die eben bei der Ausbreitung einer Religion stattfindet. Wo in vorbuddhistischer Zeit nicht-buddhistische Religionen, zum Beispiel in Zentralasien, bei den Tibetern oder bei den Mongolen, da gewesen sind, kommt nun die neue Religion und muss ja mit diesen Kräften umgehen. Diese Kräfte sind nicht einfach Menschen und nicht nur Menschen, sondern natürlich die Götter und die Geister, die geistigen Kräfte, die dort eine Rolle spielen. Und diese geistigen Kräfte müssen bezwungen werden. Sie werden meistens, jedenfalls im zentralasiatischen Buddhismus, auf die Weise bezwungen, dass man sie in den Dienst der neuen Religion stellt. Man nimmt ihnen ein Leid ab, man zwingt sie schon gewaltsam, aber man bringt sie nicht um. Schauen Sie, das ist natürlich ein Mythos, das sind Bilder. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie in der Religionsgeschichte, in der buddhistischen ganz genauso wie in der von anderen Religionen, die sich ausbreiten, die kulturelle oder kulturell-religiöse Schicht, die vorher da war, entweder ausgelöscht und ausradiert wird mit Gewalt, dann werden auch die Priester oder zumindest die entsprechenden Oberschichten umgebracht, oder man versucht, das, was vorher da gewesen ist, umzuinterpretieren und als Zwischenwesen oder hilfreiche Wesen in der neuen Religion sich zunutze zu machen. Das finden Sie im Buddhismus aller Orten, das finden Sie im tibetischen Buddhismus geradezu auch in den Kanon der Praxis aufgenommen, in dem also die verschiedenen Anführungsstrichen Gottheiten, also geistigen Kräfte, als Helfer oder Unterstützer, helfende Kräfte
die jetzt dem Buddha zu Diensten sind, interpretiert werden, aber ihre Rituale im Wesentlichen behalten, auch ihre Attribute behalten. Diese Attribute sind oft sehr gewaltsam und gewalttätig, brauchen sich nur tibetische Bilder anzuschauen. Sie finden das aber auch in der Geschichte der Ausbreitung des Buddhismus in Sri Lanka und in Südostasien. Was ganz Ähnliches kennen Sie aus dem Christentum. Ich schwenke mal ein bisschen über, damit Sie das sehen. Christliche Kirchen sind gebaut worden an Plätzen, die vorher, nehmen wir einfach jetzt hier Zentral- und Westeuropa, von keltischen oder germanischen Kulten besetzt waren. Häufig sind es Quellen. Die Quelle, das Wasser, ist Quelle des Lebens und dort baut man dann eine Marienkirche. Unsere liebe Frau Notre Dame steht auf solchen Quellheiligtümern, die entweder germanisch oder bereits in der südeuropäischen, also griechischen Zeit entsprechend besetzt waren. Alle Symbole, die Sie bei Maria finden, die Mondsichel etwa, die Sterne, der Mantel, die Farben, das Blau, das Braun der Pantoffeln und so weiter, wie man es in Chartres sehen kann, sind Attribute der Göttin, wie sie an diesen Orten vorher gesessen hat und verehrt worden ist. Und diese Göttin wird sozusagen jetzt in Anspruch genommen, sie wird gleichsam getauft, könnte man sagen, und mit Maria verbunden. Die meisten heiligen Legenden oder Legenden, die sich um Maria ranken, Erscheinungslegenden und so weiter, hängen mit solchen vorchristlichen Kulten zusammen. Und etwa in der Kathedrale von Chartres, so haben viele von uns, die da gewesen sind, das ja mitbekommen, ist der Brunnen, der dort also das ursprüngliche vorchristliche Heiligtum bezeichnete, erst in der Aufklärung zugemauert worden. Die mittelalterliche Kirche hat kein Problem damit gehabt, dass der Altar und dass das, was da jetzt die christliche Religion ist, auf dem, Anführungsstriche, heidnischen aufbaut und es in Anspruch nimmt. Das ist die Aufklärung gewesen, die da einen Widerspruch sah und hat plötzlich dort alles zugemauert. Mit anderen Worten, sie hat die Quelle zugemauert, von der sie eigentlich lebt. Aber das sei jetzt nur am Rande dazu gesagt. Wir haben also in der Religionsgeschichte sehr häufig diese doppelte Strategie. Auf der einen Seite die totale Verdrängung und damit auch gewaltsame Vernichtung, so wie wir es in den Texten ja auch gehört hatten, der Gruppen, die vorher da waren, oder die Inanspruchnahme für die neue Religion. Natürlich ist das eine Form von Gewalt. Es ist ja eine Usurpation. Auch wenn ich die anderen nicht umbringe, indem ich sie uminterpretiere und sozusagen in meinen Horizont hineinstelle, ist das eine Form von mentaler und auch psychologischer Gewalt. Die Frage ist natürlich, geht es überhaupt anders? Können Menschen anders leben? Also bei dieser Ausbreitung des Buddhismus ist es natürlich zur Gewalt gekommen. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, auf die wir jetzt hier nicht eingehen können. Wir haben natürlich die gesamte Problematik der Ausbreitung des Buddhismus in Zentralasien im Zusammenhang mit der erstarkenden Macht der mongolischen Heere, der mongolischen Reiter, die nun mit äußerster Gewaltbereitschaft und Gewaltausübung Tausende von Kilometern schlicht und einfach niederritten und ja bis nach Zentraleuropa, bis nach Burgund gekommen sind. Sie haben diese Gegenden nicht besetzt und da Reiche gegründet, sie haben sie zum Teil tributpflichtig gemacht, aber sie haben alles kurz und klein gehauen, was sie vorfanden. Man sagt, das lässt sich immer dann sehr schwer quantifizieren, dass die Buddhisierung dieser Mongolen durch die Tibeter dazu beigetragen habe, die äußerste Brutalität wenigstens etwas zu minimieren. Das ist immer schwierig zu sagen. Wir kennen die Ausbreitung buddhistischer Gruppierungen etwa von Birma, heutige Myanmar, nach Thailand, die Eroberungen im thailändischen Nachbarland, beide sind von der gleichen Form des Buddhismus geprägt und wenn Sie heute etwa nach Ayutthaya kommen,
in die alte Hauptstadt Thailands und die Ruinen sehen. Das Erste, was sie sehen, ist, die Buddhas sind alle geköpft. Buddhisten köpfen die Buddhas ihrer militärischen oder politischen Nachbarn, die zu Feinden geworden sind. Warum köpfen die Buddhas? Ja, das sind eben Thai-Buddhas. Und vom Buddha geht eine Kraft aus, eine stärkende Kraft. Und den Gegnern das psychologische und soziale Gewicht zu nehmen, um sie zu entmachten, muss man ihre Köpfe entmachten. Und das Erste, was man dann tut, ist, dass man die Buddhas köpft. Den Buddha, an den man ja selbst glaubt. Ganz Ähnliches finden Sie in der Christentumsgeschichte. Ich erinnere Sie an die sarkastischen Bemerkungen des großen Theologen Karl Barth angesichts des Ersten Weltkrieges, wo die Soldaten der Deutschen, der Franzosen und wir alle gegeneinander kämpften, auf ihren Koppeln stehen hatten, Gott mit uns. Und Karl Barth dazu schreibt, es muss eine ziemliche Verwirrung im Himmel sein. Für wen soll er denn jetzt eintreten? Nicht wahr? Oder die größte Blasphemie vielleicht der Neuzeit auf dem amerikanischen Dollar steht, in God we trust. Naja. Gewalt, die durch Kapital ausgeübt wird, wird hier munter und fröhlich für die je eigene Position und Durchsetzungsfähigkeit, nicht nur im militärischen, sondern eben auch im ökonomischen bzw. finanzpolitischen, in Anspruch genommen. Das ist die Religionsgeschichte und wir finden dafür Beispiele an allen Ecken und Enden. Ich könnte Ihnen noch viel zum Buddhismus sagen, auch gerade zum japanischen Buddhismus, der nun auch von einer Gewaltgeschichte auch der einzelnen Klöster und Klostergruppen und Schulen gegeneinander geprägt ist. Aber ich will es auf sich beruhen lassen. Ich komme zum zweiten Teil, zur Systematik und zur Frage, was für Formen von Gewalt treten denn nun hier auf? Und wenn wir in die früheste Religionsgeschichte schauen, die uns einigermaßen vertraut ist, ich hatte ja schon in der ersten Vorlesung gesagt, dass wir sehr, oder dass jedenfalls ich in meinen Äußerungen zur Religionsgeschichte immer zurückhaltender werde, je länger ich diese Dinge studiere, weil nur 3.000, 4.000 Jahre ein bisschen überschauen und die gesamte Geschichte vorher schlicht und einfach nicht kennen und mutmaßen aus Grabbeigaben oder sowas, was die sich dabei gedacht haben könnten. Aber das meiste davon ist Fantasie. Aber wenn wir doch zurückschauen, 2.000, 3.000, vielleicht 4.000 Jahre und auch in Gesellschaften, die nun noch keine großen Flächenstaaten gebildet haben, sondern in Stammesgruppen zusammenleben, was ja bis vor 100 Jahren etwa noch in einigen Gegenden der Welt der Fall war, dann können wir sehr ursprüngliche Opferrituale finden. Und das Opfer spielt eine große Religion, hat eine Identität geradezu für Religion. Ich kenne keine Religion, außer vielleicht ganz modernen Designer-Religionen, ich kenne keine, die nicht mit Opfer zu tun hat. Was ist das eigentlich? Was ist Opfer? Ich will jetzt nicht in die Begrifflichkeit lateinischen, griechischen, Sanskrit und chinesischen gehen, um deutlich zu machen, dass da mit verschiedenen Begriffen auch ganz unterschiedliches gemeint sein könnte, sondern möchte an eine einzige Überlegung anknüpfen. Seit dem 19. Jahrhundert haben die Religionshistoriker natürlich überlegt, kann man diese ganze Opferritualistik irgendwie auf einen Nenner bringen? Und mir scheint doch, man kann. Die Grunderfahrung, die hinter dem Opfer steht, ganz egal wie das Opfer jetzt im Einzelnen aussieht, ist die, dass der Mensch spürt, und damit Schwierigkeiten hat, Leben lebt von Leben. Das ist die Formulierung, die ich gerne brauche. Ich kann nicht überleben, ohne anderes Leben zu töten. Ganz egal, ob es eine Ackerbaukultur ist oder eine
naja, Jägerkultur. Oder dann eine Herdenzüchterkultur. Denn auch Pflanzen sind Leben und das ist den frühen Völkern vielleicht deutlicher als uns heute. Sie kennen das vielleicht witzigerweise als Argument gegen die Vegetarier, die seien nur nicht sensibel genug, um das Schreien der Pflanzen zu hören. Aber diese Vorstellung, dass auch Pflanzen Leben sind und Leben von Leben lebt, ist sehr ursprünglich. Wir haben aus der griechischen Antike bei Anaximander und anderen Philosophen in der vorsokratischen Zeit, also aus dem 6., 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, Zeugnisse, die das belegen. Leben lebt von Leben und die Lebewesen geben einander Schuld oder sind einander schuldig, dass sie also ja, voneinander leben. Also diese Schwierigkeit, die wir alle irgendwann mal gehabt haben, die wir in der Evolution beobachten, die Stärkere frisst den Schwächeren, die ist den Menschen in der Frühzeit bereits aufgefallen, Frühzeit in dieser Zeit, in der auch jetzt dann unsere klassischen Religionen entstanden sind, aufgefallen und haben sie beschäftigt. Und ich habe den Eindruck, dass das Opfer, vielleicht sogar die ganze Religionsdynamik, mit diesem Schuldgefühl zusammenhängt. Schuldgefühl nicht im Sinne einer ganz individualistischen ethischen Betrachtung, sondern Schuld im Sinne, ich muss es ausgleichen. Ich muss, wenn ich etwas nehme, wieder etwas zurückgeben. Und das ist nun sehr interessant. Hier unterscheiden sich jetzt unterschiedliche Kulturen. In einer Ackerbaukultur haben wir in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen das Phänomen, dass es die Gottheit selbst ist, die sich gibt. Der Mais bei zentralamerikanischen und südamerikanischen Indianern, der Reis in ostasiatischen Kulturen, also das Grundnahrungsmittel, oder auch etwa der Wein oder der Weizen in der griechischen, altgriechischen Kultur, ist Symbol oder der Leib, in diesem Falle meistens der Göttin selbst. Denken Sie an den Demeter-Mythos, an den Persephone-Mythos der Griechen. Die Gottheit selbst opfert sich, wird zerteilt in der Materie, die man dann essen kann und essen muss, um am Leben zu bleiben. Das Christentum hat diese Vorstellungen von dem Demeter-Mythos und der Persephone, die in der Unterwelt geht und dort einige Tage bleibt, dann wörtlich zitiert. Das Weizenkorn, was nicht in die Erde fällt und dort stirbt, ja, muss Frucht bringen. Das sind die eleusinischen Mysterien und werden dann auf Jesus gedeutet, auf dieses Opfer. Es ist die Gottheit selbst, die sich opfert, die dabei aber natürlich nicht stirbt. Denn das ist ja das Interessante an Ackerbaukulturen. Die Pflanze vervielfältigt sich. Sie stirbt zwar, aber gleichzeitig erlebt sie Auferstehung im neuen Wachstum der Saat. Und Sie können sicher sein, in solchen kulturellen, religionskulturellen Mustern ist es immer so, dass wenn eine Gottheit dann stirbt, wie die Persephone für eine Zeit des Jahres, eine Auferstehung folgt. Das können wir verfolgen in vielen Kulturen und es hängt tatsächlich an dieser Grundnahrungssituation. Anders ist das, wenn wir Individuen töten, die eben nicht wiederholbar sind, wenn wir zum Beispiel Jägerkulturen haben. Und dann natürlich auch bei gezähmten Tieren, also wo die Viehhaltung dann eine Rolle spielt. Dort wird ein Individuum getötet, aus dem Verband der Gruppe herausgelöst und die anderen Tiere leiden. Das beobachten natürlich, Sie können das bei amerikanischen Indianern sehr gut finden, das beobachten die Menschen, dass die Tiere, wenn also zum Beispiel ein Muttertier gejagt worden ist, ringsherum trauern. Da gibt es dann also entsprechende Rituale, die dafür sorgen sollen, dass diese Trauer aufgegriffen wird, dass dieses Muttertier, was jetzt gegessen ist, aber in seinem Geist, der mit den Ahnen verbunden worden ist, dann doch also auch diese Tierherde befrieden sollen und so weiter.
Alle solche Rituale zeigen, die Menschen haben ein schlechtes Gewissen und sie wollen und müssen auf irgendeine Weise den Ausgleich wiederherstellen. Die Riten sind sehr verschieden und ich kann jetzt natürlich nicht in Details gehen. Und es ist ganz spannend zu sehen, wie die jeweiligen Umweltbedingungen, zum Beispiel auch die Frage, ob man große Herden hat, ob man kleine Herden hat, ob man die Tiere in ganzen Herdengruppen jagt, wie etwa die Bisons in der amerikanischen Prärie und dann dadurch jagt, dass man also, was weiß ich, 100 Tiere über eine Felskante jagt oder ob man irgendwo mit Pfeil und Bogen ein einzelnes Tier jagt. Die Situationen sind sehr verschieden und entsprechend sind die Kompensationsrituale verschieden. Mir scheint, dass dieses Prinzip, was man dann in der religionsgeschichtlichen Forschung das Do ut Des Prinzip genannt hat, also vom beides lateinischen Wort dare, geben abgeleitet, ich gebe Do ut Des, damit du gibst, dass dieser Ausgleich, ja, der Gabentausch sozusagen, keineswegs auf menschliche Situationen und menschliche Kommunikation beschränkt ist, sondern sich auf die kosmischen Zusammenhänge oder ich würde mal sagen, wenigstens ökologischen Zusammenhänge des Verhaltens zur Mitwelt, bitte nicht zur Umwelt, zur Mitwelt der Pflanzen und Tiere verhält. Diese gewaltsamen Eingriffe in die Natur, in die Mitwelt, sind wahrscheinlich eine der Wurzeln, meines Erachtens die wesentliche Wurzel, für alle Opferrituale in den Religionen. Und alles andere ergibt sich dann raus. Das kann man dann abstrahieren, das kann man weiterführen. Und da kann man die menschliche Geschichte einbeziehen, was sie dann im Christentum und in anderen Religionen finden. Wenn wir das, und ich muss mich ein bisschen sputen, wenn wir das in Rechnung stellen, dann kommen wir, wie mir scheint, zu drei Formen von Gewalt. Im Zusammenhang mit Religion, die nun nicht einfach Religion, ich sagte das vorhin schon, missbraucht oder Religion aus ganz anderen Gründen gebraucht, um Gewalt auszuüben, sondern Gewalt, die mit dem religiösen Empfinden, mit dem Kern der Religion selbst zusammenhängt. Und ich unterscheide in diesem Zusammenhang Kompensationsgewalt, Gewalt von Legitimationsgewalt und diese wiederum von Eroberungsgewalt. Erstens also die Kompensationsgewalt. Hier wird das Opfer, was ja gewaltsam ist, es wird ja etwas getötet, als Kompensation für genommenes Leben dargebracht. Das findet sich also ganz besonders, ich sage das schon, in Jägerkulturen oder Tierzüchterkulturen, wo ein Individuum geschlachtet wird als Nahrungsgrundlage. Diese Nahrungsgrundlage ist unweigerlich gegeben. Wir können gar nicht anders. Der Ackerbau ist ja eine relativ späte Erfindung, neolithische Revolution und so weiter. Wir haben dann ja das Problem, dass durch den Ackerbau und damit durch größere, auch mengenmäßig größere Nahrungsressourcen, natürlich auch die Bevölkerungszahl steigt. Und wenn die Bevölkerungszahl steigt, brauchen wir wieder mehr Nahrungsgrundlagen. Also die Entwicklung von Nahrungsverfügbarkeit und Bevölkerungszahl kann in diesen Kulturen vor 3.000, 4.000 Jahren schon sehr gut analysiert werden. Wir haben da relativ verlässliche Zahlen. Und es zeigt sich also immer, dass zwar die Erfindung des Ackerbaus, also der Züchtung von Pflanzen, die dann eben entsprechend einen größeren Ertrag geben, als wenn man nur irgendwo was sammelt, die prekäre Nahrungssituation der Menschen verbessert, aber dass dadurch eben gleich die Bevölkerung wächst und die prekäre Nahrungssituation dann auch wieder hergestellt wird. Es ist also nie so, dass man sagen kann, der Wechsel von der Jagdwirtschaft zur Ackerbauwirtschaft löst nun das Nahrungsproblem. Das ist weder in alten Kulturen so gewesen, noch in modernen. Sondern diese Frage, wie kann man eine einigermaßen stabile Ernährungsgrundlage schaffen, die beschäftigt alle Kulturen, soweit wir sie zurück
verfolgen können, ganz fundamental. Dazu braucht es Wissen, natürlich um die Wetterbedingungen, um die klimatischen Bedingungen. Dazu braucht es Wissen, wie ich Wasserwirtschaft betreiben kann, um möglichst eine sinnvolle und nachhaltige Bewässerungsgrundlage für die Landwirtschaft dann herzustellen, die ich habe, und so weiter und so fort. Solche Zusammenhänge werden dann natürlich in religiöse Ordnungsstrukturen gestellt. Die ganze ägyptische Kultur kann so beschrieben werden, dass sie also in ihren sozialen Hierarchien und Götterhierarchien das abbildet, was in der Nil-Bewässerungswirtschaft, damit als Nahrungsgrundlage für diese große Kultur, bereitgestellt werden muss auf langfristiger Basis. Eine Kompensationsgewalt also im Opfer, die für das getötete Tier einen Ersatz leisten muss. Dieser Ersatz kann eine tatsächliche Gabe eines Tieres, eines anderen Tieres, an das Totemtier, das ist ja das, wo die Nahrungsgrundlage einer Kultur herkommt, sein. Es kann ein Menschenopfer sein, denn der Mensch ist das Kostbare, der Mensch hat etwas genommen, also muss er was zurückgeben. Es kann ein rituelles Opfer sein, wo also kein tatsächliches Opfer oder ein vorgestelltes Opfer. Es kann ein Ersatzopfer sein. Sie kennen solche Geschichten ja aus der Isaaksgeschichte, Abraham und Isaaksgeschichte, wo also ein kultureller Umbruch offensichtlich reflektiert wird. Nicht mehr Menschen zu opfern, sondern stattdessen das Tier. Und wenn Sie die Geschichte genau anschauen, es kommt eben auf die innere Haltung an, nicht auf das Objekt als solches, sondern auf die Haltung, auf die Dankbarkeitshaltung oder Gehorsamshaltung und so weiter, mit der der Mensch opfert. Ja, das ist schon eine sehr hohe Abstraktion, die sich dort in solchen Geschichten widerspiegelt. Und wir haben ähnliche Geschichten aus anderen Kulturen, zum Beispiel aus der Südsee. Aber es ist immer diese Kompensation, die geleistet werden muss, aufgrund dieses, schlechten Gewissens. Dann haben wir zweitens die Legitimationsgewalt. Herrschaft funktioniert ja nicht von selbst. Wie kommen Menschen darauf, das können Sie sich ja heute noch fragen, anderen zu gehorchen, Herrschaft zu akzeptieren? Spätestens in einer Revolution merken Sie, dass es nicht von Gott gegeben, sondern irgendwann reicht es. Und wenn das Maß so voll ist, dass tatsächlich die Menschen aufstehen, dann krempeln sie in Revolution, dann drehen sie die Herrschaftsverhältnisse um. Es kommt aber wieder zu neuer Herrschaft. Wie kommt es, und die Revolutionen sind die Ausnahme. Das Erstaunliche ist ja, dass Menschen, und zwar mit einer ungeheuren Duldsamkeit, Herrschaft von einer Gruppe über andere dulden. Da hat sich vor Jahrtausenden eine bestimmte Gruppe aus Prozessen, die wir zum Teil nachvollziehen können, zum Teil nicht wissen, Land oder besondere Güter angeeignet. Und das sind dann halt die Besitzenden, und wer Besitz hat, kann andere für sich arbeiten lassen und so weiter und so fort. Die kommen also zu einer gewissen Herrschaft, und das kann über Generationen, über Jahrhunderte, Jahrtausende andauern. Ja, die ganzen Feudalgesellschaften funktionieren so. Wie kommt das, dass man das akzeptiert? Mit enormen Unterschieden. Ja, bis heute. Sie lesen die Statistiken und wundern sich, warum gibt es da nicht einen permanenten Aufstand? Das hängt natürlich damit zusammen, dass solche Herrschaft legitimiert wird. Zum Teil bewusst und mediengesteuert. Auch vor 2.000, 3.000 Jahren gab es schon Medien in Form von Ritualen und dergleichen. Aber immer mit der Absicht, es ist eine höhere Ordnung, die sich hier zeigt. Und wenn man die nicht einhält, gibt es Chaos. Das heißt, Religion legitimiert Herrschaft und damit auch Unterschied und Unterscheidung. Das klassische Beispiel und vielleicht am besten bekannte Beispiel ist natürlich die Kain- und Abel-Geschichte. Die können wir in sehr verschiedener Richtung interpretieren, auch in verschiedene Richtungen der Wirtschaft. Kain macht was anderes als Abel. Es sind unterschiedliche Opfer, es sind damit unterschiedliche ökonomische Praktiken verbunden und so weiter.
Aber ganz deutlich ist, hier ist Konkurrenz, hier ist Eifersucht. Und der Stärkere legitimiert sich, indem er seinen Anspruch ableitet, ja, durch Erwählung. Wir haben das Wort immer noch in unserem Begriff der Wahl. Das ist zwar eine scheinbar von unten kommende Erwählung, aber wenn Sie wissen, wie Wahlen und vor allem das, was vor Wahlen geschieht, passiert, man braucht es nur schmunzelnd anzuschauen, dann wissen Sie, das ist gar nicht so weit entfernt von dem, was klassische ältere Kulturen als Erwählung durch eine göttliche Macht, durch eine höhere Macht bezeichnet haben. Das heißt, durch eine bestimmte Nähe zur göttlichen Ordnung, brahmanischer Anspruch etwa, oder durch eine bestimmte Nähe aufgrund einer ethnischen Verbindung zum Göttlichen oder zu dem einen Gott, oder aufgrund einer bestimmten Nähe zu Gott, also zu der Instanz, die die Ordnung der Welt garantiert, aufgrund von Auszeichnungen, die die Vorfahren in der Vergangenheit sich entweder tatsächlich erworben oder angedichtet haben, wird eine solche Erwählung, eine solche besondere Nähe zum Göttlichen hergestellt und das legitimiert dann den Anspruch auf Herrschaft. Wie dieses geschieht, das hängt nun von Religionstypen ab, die ganz unterschiedlich sein können. Wir unterscheiden Naturreligionen, Geschichtsreligionen, apokalyptische Religionen, Direkterwählungsreligionen, prophetische Religionen, mystische Religionen und so weiter. Immer liegt der Fokus auf einem anderen Aspekt, ich würde sagen menschlicher Möglichkeiten und Fähigkeiten. Aber immer geht es darum, dass eine Gruppe aufgrund von bestimmten Kriterien, die nun eben diese Religionstypen darstellen, näher, quantitativ näher, vielleicht auch qualitativ näher, ja, am Zentrum, am Mysterium der Welt steht oder dieses Mysterium der Welt in irgendeiner Weise verwaltet, das sind jeder Priesterschaft, als die anderen. Und das rechtfertigt Herrschaft. Das geht natürlich nur so lange gut, als die Beherrschten auch etwas davon haben. Als die Beherrschten eben, sagen wir mal, in einem gewissen Feld der Ordnung leben können. Indem also zum Beispiel die Herrschenden die Verteidigung des Territoriums übernehmen. Denn es geht ja nie nur um Herrschaftspyramiden intern in einer bestimmten Gruppe, sondern darum, diese nach außen zu verteidigen. Die gesamte Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte von Kriegen. Also von ja, gegenseitigen Rivalitäten, sich das Land, ich hatte es gesagt, das Land, die Frauen, die Ressourcen und alles, was ist, wegzunehmen. Auch Raubzüge, die jetzt nicht darauf aus sind, das Territorium zu erweitern, sondern eben nur zu rauben, dienen dazu, ja, die Stärke der eigenen Gruppe zu erhöhen. Dafür gibt es eben dann Spezialisten in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die mit dem Ackerbau entsteht. Dafür gibt es dann Spezialisten, die das Land verteidigen und natürlich eben dann das Monopol auf Gewaltausübung, zumindest nach außen haben. Aber jedes Monopol der Gewaltausübung nach außen, das heißt einer Armee, steht natürlich sofort in der Legitimationssituation, die Gewalt auszuüben, wenn die Herrschaftsstrukturen oder die Herrschaftslegitimation nach innen zusammenbricht. Und dieses Wechselspiel ist ja geradezu ein Grundmuster jeder Politik. Das geht also ganz weit zurück in diese Zusammenhänge, die ich hier eben erörtere. Mir scheint also, um meinen ansonsten sehr befreundeten und geschätzten Kollegen Jan Aßmann doch hier etwas zu kritisieren, dass es nicht der Monotheismus ist, das ist ein ganz schwammiger Begriff, der in besonderer Weise Gewalt freisetzt, sondern es ist der Erwählungsglaube, der Erwählungsanspruch. Oder ganz einfach formuliert, Gott ist mit denen, die drinnen sind, und nach draußen zeigt er die Fratze des Kriegers. Das finden wir in der Religionsgeschichte halt sehr häufig. Die dritte Form der Gewalt, ich hatte also über Kompensationsgewalt erstens gesprochen, über Legitimationsgewalt jetzt eben zweitens. Die dritte ist nun die Eroberungsgewalt.
Ich hatte schon eben angedeutet, es ist nicht nur das Stehlen, das gelegentliche Stehlen, der Einbruch in das Territorium des Nachbarn, in das Terrain des Nachbarn, was wir auch bei Tieren, bei Tiergruppen haben, ganz besonders natürlich bei unseren sehr nahen Verwandten, den außerordentlich aggressiven Schimpansen. Es ist also nicht nur dieses gelegentliche Stehlen von Nahrung, Reichtum, Land und Partnern, sondern die innere Überlegenheit eines Landes und damit eben die, auch die Legitimation soll demonstriert werden durch die militärische Überlegenheit gegenüber dem anderen. Das heißt, der eigene Anspruch nach innen, herrschen zu dürfen bzw. herrschen zu müssen aufgrund göttlichen Befehls, legitimiert sich nochmal durch den Erfolg gegenüber den als minderwertig dargestellten anderen. Und das erweist sich im militärischen Kampf, im Konkurrenzkampf. Im Sport haben wir das Ganze in zivilisierter, spielerischer Form, aber es ist das gleiche Muster, was Sie haben, wenn, was weiß ich, HSV, glaube ich heißt das hier bei euch, ne, in Hamburg gegen Bayern München spielt. Das, was dort an Emotionen abgeht, was wir manchmal mit Erschrecken registrieren, ist das Muster, nach dem solche Prozesse seit Jahrtausenden ablaufen. Die eigene Überlegenheit wird demonstriert, gar nicht so sehr, um jetzt das andere Territorium zu erobern, sondern nur zu zeigen, wir sind die Größten und haben dadurch Anspruch auf Herrschaft. In der Kolonialgewalt und die europäischen Kolonialreiche seit dem 16. Jahrhundert sind ja nicht die ersten in der Weltgeschichte. Auch das Römische Reich war ein Kolonialreich. Die chinesische Kultur ist eine Kolonialstruktur, ein Kolonialreich und die indische natürlich auch durch die ständige Ausbreitung und Kolonisierung der nicht indoeuropäischen Gebiete in Indien durch die einwandernden oder eingefallenen Indogermanen. Also solche Kolonialstrukturen sind beides. Sie nutzen ökonomisch ihre Übermacht, um das entsprechende kolonisierte Gebiet in die eigenen ökonomischen Interessenstrukturen einzubauen. Wie das passiert, kann ganz unterschiedlich sein. Das hängt natürlich an den konkreten Bedingungen. Und das ist eben sehr, sehr gut zu studieren an der Geschichte der Kolonialreiche, die wir historisch durch Dokumente verstehen können. Es dient immer auch dazu, den eigenen Anspruch der kulturellen und damit auch militärischen und damit eben letztlich religiösen Überlegenheit zu demonstrieren. Wenn Sie sich etwa mal anschauen, und das ist sehr interessant, wie die britische Öffentlichkeit, die britische Presse etwa, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Herrschaftsanspruch über die ganze Welt begründet hat, dann sieht man genau das, was ich hier gerade zu sagen versuche. Es ist die überlegene Zivilisation. Unsere Herrschaft über die anderen ist nicht nur irgendwie gerechtfertigt, sondern ist geradezu die Pflicht, den anderen die bessere Zivilisation zu bringen. Heute sind es nicht die Briten, heute sind es vielleicht die Amerikaner, the American Way of Life, und die entsprechenden Symbole, die dafür stehen, alles, was im Silicon Valley produziert wird und vor allem auch militärisch, Militärtechnologie produziert wird. Und die nächste Großmacht im Osten schickt sich schon an, nicht nur durch militärische Aufrüstung, sondern durch kulturelle Aufrüstung, die Welt davon zu überzeugen, jetzt bricht endlich die goldene Ära an. Denn wir haben einen Erwählungsanspruch, den wir politisch umzusetzen haben. Also diese Selbstdefinition der Überlegenen, der Erwählten, geradezu Kultur, ist der ganz wesentliche Drive der Eroberungsgewalt, die ich hier als Dritte genannt habe. Und das ist eben ganz spannend zu sehen, dass das nicht nur mal hier und da ist, sondern soweit wir in die Geschichte zurückschauen können, immer das gleiche Muster ist. Und das ist schon spannend. Ich glaube, die Römer rechtfertigen ihr römisches Reich mit der Pax Romana. Rom befriedet die streitenden und gegeneinander kämpfenden Völker. Aufgrund seiner
zivilisatorischen Überlegenheit. Worin die besteht, muss man dann sehen, kann man diskutieren und so weiter. Auf jeden Fall besteht sie in der besseren Militärtechnologie. Sonst funktioniert das ja. Das ist der entscheidende Punkt. Aber auch diese, sie brauchen sich nur die Legitimierungsstrategien des amerikanischen Imperialismus aus jüngster Zeit anzuschauen, wie er besonders in den fundamentalistisch-protestantischen Sekten formuliert wird. Es ist Gott, der den Amerikanern die Atombombe gegeben hat, damit die Welt nun endlich befriedet würde. Unter der einen Macht, die dann letztlich eine religiöse Macht ist. Das Problem ist nur immer, dass dann verschiedene Ansprüche, es ist ja nicht eine Gruppe, sondern es sind ja verschiedene miteinander konkurrierende Gruppen, sich wechselseitig sozusagen die Legitimation streitig machen. Das ist Menschheitsgeschichte und Religionsgeschichte. Ich glaube also, dass man diese Dinge sehr schwer auseinanderdividieren kann, weil Legitimationen letztlich immer auf eine letzte Legitimation, das ist die himmlische, die göttliche, die universale, die Legitimation durch das Weltgesetz oder wie auch immer, oder durch die List der Vernunft im Sinne der hegelischen Philosophie begründet werden muss und kann. Ich komme zu meinem letzten Teil, wozu ich jetzt aber nur noch 5 Minuten habe und eigentlich nur Fragen stellen möchte. Denn wir haben ja noch im Juli 3 weitere Vorlesungen, in denen ich das vortragen werde. Mir scheint also, Religionen sind in Bezug auf das Thema Religion und Gewalt ambivalent. Religionen erscheinen einerseits als sinnstiftende Ordnungssysteme, die Gesellschaften zusammenhalten, ihnen Werte vermitteln, Werte, die von juristischen und politischen Systemen, ganz egal wie diese Systeme sie sind, vorausgesetzt werden müssen. Ohne eine solche letzte religiöse Begründung, und auch der Marxismus war eine religiöse Begründung vor sozusagen der objektiven Entwicklung der Weltgeschichte, ohne eine solche letzte Begründung kann, wie mir scheint, keine Gesellschaft, oder jedenfalls hat keine Gesellschaft, die wir kennen, sich etablieren können. Religionen haben also diese Ordnungsfunktion, einerseits. Andererseits erscheinen Religionen, wenn Sie in die Geschichte schauen, und ich habe Ihnen das ja ein bisschen vorgetragen, eben tatsächlich als Mischmasch aus Irrtum und Gewalt, um es mit Goethe zu sagen. Ich sagte am Anfang bereits, gewöhnlich löst man das Problem gern so, dass man sagt, Religion an sich sei gut, sie sei ein Segen, aber Religion in der Ausübung durch die Gläubigen sei eben politisch korrumpiert und ökonomischen wie psychosozialen Interessen unterworfen. Und so werde sie vielleicht zum Problem, für manche auch zum Fluch der Menschen. Oder man unterscheidet oder entscheidet sich für einen Kompromiss, bei dem Religion zur einen Hälfte als gut, zur anderen als schlecht oder zumindest gefährlich erscheint. Auch das scheint mir naiv zu sein, denn beides ist miteinander aufs Engste verflochten. Gerade das Gute, die Orientierung und Wertevermittlung, die Religion gelegentlich zugeschrieben wird, kann autoritär und unter bestimmten Umständen totalitär werden. Und das haben wir in der Geschichte häufig genug erlebt. Was dann stabilisierend ist, sicherlich, erweist sich als totalitärer Imperativ, der meistens mit Gewalt umgesetzt wird, weil es derer Imperative ja konkurrierende gibt. Stabilität und Werte werden dann, auch das ist ein interessanter Blick auf unsere gegenwärtige politische Rhetorik, Stabilität und Werte werden dann gegen die kritische Vernunft in Stellung gebracht und der Mensch wird im Namen des Guten oder des Unvermeidlichen oder dessen, wo es keine Alternativen gibt, infantilisiert. Neben ihrer Befreiungsgeschichte menschlicher Emotionen und Kognitionen ist die Religionsgeschichte auch immer wieder Infantilisierungsgeschichte. Das heißt, dem Menschen soll die Vernunft ausgetrieben werden.
in dem eben manipulative Ideologien und ihre Umsetzung in Massenmedien, in Ritualen, in Massenveranstaltungen als politische Demagogie benutzt werden. Das methodische Instrumentarium der Kulturanthropologie, der Religionswissenschaft, der Soziologie, der Politologie, der Psychologie, der Kognitionswissenschaften kann diese Prozesse einigermaßen durchschaubar machen. Und meines Erachtens ist das vonnöten. Wir brauchen, und das ist der letzte Satz für heute, wir brauchen, um diese sehr komplexen Zusammenhänge zu durchschauen, Instrumentarien, die tatsächlich alle diese Aspekte beleuchten und in ihrer wechselseitigen Durchdringung anschauen. Mit anderen Worten, wir brauchen eine neue Aufklärung, eine neue Vernunft in Bezug auf unsere politischen Diskurse und auch in Bezug auf unsere Religionsdiskurse. Es geht nicht darum, Religion abzuschaffen. Jede Religion, die man abschaffen wollte, wurde dann selbst wieder zur Religion. Marxismus ist ein gutes Beispiel, der Nationalsozialismus ein anderes und so weiter. Religion hat viel tiefere Wurzeln als das. Aber eine aufgeklärte Religion ist eine Religion, die durch die Religionskritik hindurchgegangen ist. Und wie das ist und wie das historisch ist und wie das Christentum selbst ja als Religionskritik begonnen hat, wie der Buddhismus selbst als Religionskritik begonnen hat und viele andere Strömungen, das werde ich Ihnen dann in der Vorlesung über Religionskritik im Juli ein wenig präsentieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.